Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alva 1993, auf dem Map Raid, der Oliver Dills USA Team Deathmatch. Und heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar an Waffe. Und zwar spielen wir heute mal, habe ich mir mal so überlegt, die MK48. MK48, EOTech-Visier, Vordergriff, vollmalige Geschoss, Leichtgewichtsfähigkeit, Gewandtheit, Totenstille, Primärwaffe und extra 3 Gear. Und das Schlimme ist, dass diese Hex Pratt. Beziehungsweise ist es ein Deutscher, der kommt aus Viersen. Kann man alles auf seinem Profil nachlesen. Wahrscheinlich hackt. Und weil da halt... Er hat 6 Seiten voll auf seinem Steam-Profil. Und jeder schreibt, dass er hackt. Dass er einen Wallhack hat und alles drum und dran. Ich bezweifle schon wieder... Ja. Ich hoffe einfach, dass er es nicht tut. Und ja, versuche halt mein Möglichstes hier gegenzuhalten. Ich habe MK48, glaube ich, ein einziges Mal erst gespielt. Ja gut, bis ich damit anvisiert habe, ist klar, dass ich tot bin. Ne? Meine. Ey, die fucken hier aber auch schon wieder ab. Ey. KSG, Mann. 2-2. Gut. Auf jeden Fall hat er schon mal keine Hex. Das ist gut. Entweder hat er noch nie angemacht oder so. So. Zum Glück habe ich hier genug Schuss. Scheiße. Dass ich hier auch mal ein bisschen rumbratzen kann. Nein, Mann! Nee, ist das überhaupt die KSG? Nee, das... Das ist die andere komische Hurensohn-Shotgun, Mann. Diese komische Autoschrotze, die keiner braucht, Mann. Die ist auch schon hier. Hä? Einfach mal durch die Wand halten. Das ist der geile... Ey, will der mich natzen? Das ist einfach nur so geil. Du hast so übel viele Schuss. Kannst die da erstmal schön rein... Was? Wie rot war der? Hä? Normalerweise hätte er tot sein müssen. Na gut, egal. Finde ich. Er immer mit seiner scheiß Granate, ne? Granaten sind in Black Ops so total unnötig. Finde ich jetzt. Ich spiele die halt nie. Und man kann die auch nie wirklich irgendwie großartig verwenden. Na, scheiße. Doppelfeuer? Jo, Kreuzfeuer. Weil du hast hier halt, weil es halt so ein schnelles Spiel ist, weil wenn du die Granate erstmal zückst, hast du Arschkarte. Da ist keine. Da haben wir einen. Ja, ich komme so langsam rein und weiß so langsam, wie man mit diesem All-MG spielen kann. Muss. Ne, da ist einer von mir. Ach Mann, ey. Das ist klar, dass er, wenn er nicht visiert, schneller umherrennt. Unnötig schon wieder. Mann, ey, ich habe schon hier so unnötiges Timing-Pech schon hier. Das gibt's doch gar nicht, Mann. What the fuck? Komm, zeig dich. Okay, die gehen hinten rum. Gehen wir auch mal hinten rum. Zack. Aber wie kann er mich denn so gut sehen und schon so... Mehr oder weniger Pre-Fine. Das wundert mich schon hier gerade. Och, fuck it, Mann. Ach, der spielt Geist, oder, ne? Der war auf jeden Fall nicht auf dem Kader zu sehen, Mann. Ich verlasse mich oft zu doll auf die Drohne. Oder ist die Drohne gerade weggegangen? Wenn ja, war es kacke. Komm, sterb. Und dann nur ein Assist. So ein Arsch auch. Ey, jetzt fangen sie auch noch an zu campen, Mann. Was ist denn da los? Gut, das ist jetzt nicht die optimale Waffe, mit der man hier ordentlich was reißen kann. Weil ich da halt nicht ordentlich Zeit investiere, um mit der spielen zu lernen, mehr oder weniger. Aber es läuft, ehrlich gesagt, besser als ich dachte. Das muss ich echt mal sagen. Ich spiele zwar nur 16-10. Aber für eine Waffe, die ich noch nie gespielt habe. Und da musste ja. Ey, der leckt, Mann! What the fuck? Guck mal, wie der leckt! Alter!
127er Ping, das merkst du aber. Das merkt man schon ordentlich in Black Ops. Wo ist er hin? Ne, das ist meiner. Wer weiß. Achso, er rennt hier schon hier. Schön im Dach. Aber das. Eieiei, wieso. Wie, ohne Scheiß. Wieso? Na gut, er hat schon anvisiert. Aber trotzdem, wieso kann man so stark campen da, Mann? Der Typ kann eigentlich nichts drauf. Der hat mich schon beim Leggen weggeholt. Los, Kollegen. Sagt mal. Ja, lol. Okay, kann man so annehmen. Hey, aber immer noch fast eine 2er-KD, man. 21-12. Campers for life? What the fuck? Die haben gecampt bis zum geht nicht mehr, nicht wir. Ich war auf jeden Fall nicht ordentlich drauf. Und da kommt so eine scheiß S-Mini geflogen, Alter. What the fuck? Naja, immerhin 21-12. Findest du nicht komplett blamiert. Würde aber besser gehen. Gut, ich bin auch oft sehr unglücklich weggeholt worden, muss ich dazu sagen. Aber hey, egal. Was haben wir heute? Achso, Freitag. Stimmt. Heute, für diese Woche war das der letzte Live-Commentary. Ja, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Ich habe so gedacht, meine Standardwaffen habe ich jetzt schon alle gezeigt. Also, meine MK48 mal rein, mal was anderes. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Score nicht so prall ist. Ist ja, ne, normal. Ich habe die Waffe halt noch nie gespielt, auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, Montag geht's dann weiter. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genießt das Wochenende, genießt den Freitagabend, Nachmittag. Je nachdem, wann ihr schaut. Und ja, dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.